dem Schatz der Sprache auf der Spur. Projektleiterin Dorothea Hutterer und Feldforscher Markus Kunzmann starten heute im Landkreis Altötting, um Ortsnamen zu sammeln. Ich finde es super, dass wir jetzt da endlich anfangen. Ja, und vor allem, weißt du, was mich freut? Die erste, die wir befragen, die kommt ja aus meiner Gegend da. Und jetzt bin ich gespannt, ob die so sagt, zu so den Ortsnamen, so wie mir das Ding, das die sagt. Ja. Also dabei, also Ziegelsham. Ja, nein, das war zum Beispiel Gsuigsham. Gsuigsham? Das war Gsuigsham, ja. Gsuigsham. Gsuigsham. Da bin ich gespannt, ob die das auch so sagt. Ja, das wirst du sehen. Gsuigsham? Ja. Glaube ich nicht. Mögen wir wetten? Wetten wir. Genau. Erste Station ist der Ort Tüssling. Ja. Hier wurde dem Forscherteam Minna Schehak empfohlen. Sie ist 90 und Dialektsprecherin. Grüß Gott. Und sogar eine persönliche Verbindung zeigt sich. Sie und meine Oma sind in der gleichen Straße aufgewachsen. Oder ja, in ja, der ja. Straße aufgewachsen. Ja, ja, ja. Wir waren Nachbarskinder. Schöner Zufall, dass das war gar nicht gewusst am Anfang. Das ist die Deutsche machen. Zwei Forscher, die Aufnahmen machen wollen. Eine durch und durch künstliche Situation. Deshalb versucht Dorothea Hutterer als erstes, Minna Schehak in ihren natürlichen Sprachfluss zu bringen. Mithilfe einer Karte. Mimiham. Mimiham. Mimiham, das ja. ist super. Mhm. Mimiham. Pfaffenkirche, nicht Pfaffenkirche, Pfaffenkirche. Pfaffo. Pfaffenkirche. Super. Rambautzham. Nicht okay. heim. Sondern ham. Mhm, mhm. Fahrst du auf, fahrst du rüber, um? Ratenkirche. Von Straß, mhm. da fahre ich rein. Ich fahre jetzt in Rimbach rauf. Von Verkehr fahre ich um. In Mimmelheim fahre ich rein. Mesmering fahre ich rauf. In Winderring fahre ich um. Wendenheim fahre ich rein. In Wendenheim fahre ich runter. Annabrunn fahre ich auch rein. Super. Sagt man Frauen Orna oder Frauen Orna? Frauen Orna. Also wirklich mit dem Au hinten dort? Ja. ja. Mhm. Wendenheim. Wendenheim. Mhm. Mhm. Und das da? Zwicksam. Zwicksam. Meinst du jetzt das, das kriege ich nicht hier. Ziegelsham ist Gsuigsham. Gsuigsham. Gut. Genau. Also die Wette hat er gewonnen. Und das Fazit für diesen ersten Besuch? Man hat ein bisschen nachbauen müssen, muss man aber immer. Also man muss ein bisschen schauen, dass man dann da hinkommt, wo man hin will. Deswegen machen wir das ja in mehreren Schritten und phasenweise. Und dann kommt es schon rein. Und das wird uns bei allen anderen auch so gehen. An der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München ist das Projekt angesiedelt. Dort wartet schon die nächste Herausforderung. Die vor Ort eingesammelten, mundartlich ausgesprochenen Namen müssen in eine spezielle Lautschrift übertragen werden. Das ist die Aufgabe von Sarah Rathgeb. Zunächst aber schneidet sie die Tonaufnahme. Das Projekt ist auf 4 Jahre angelegt. Finanziert wird es von der bayerischen Staatsregierung. Für die Übertragung gibt es eine eigene Lautschrift mit speziellen Zeichen dafür, ob ein Laut lang oder kurz, offen oder geschlossen ausgesprochen wird. Nun aber wird es schwierig. Gsuigsham. Gsuigsham. Wie würdest du das schreiben? Gsuigsham. Gsuigsham. Gsuigsham, ja. Wie gesagt, am Anfang selber Probleme gehabt. Ja. Gsuigs. Genau, Gsuigs. Ui, genau. Gsuigs. Das I, also kommt ja so ein Ham. 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 Ja, offen. Gsuigsham. Ah, das ist so toll. Gsuigsham. Ja, wo kommt's jetzt her? Ich habe nachgeschaut und im historischen Atlas findet man von 1313 eine, circa 1313 eine Verschriftlichung als Zugeles. Zugeles. Heimbelegt. Aber das meistens hat mit Ziegeln überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Ziegeln gar nichts zu tun. Aha. Und dann hast du quasi Zugelesheim. Aha. Also die Wohnstätte des Zugil. Also Zugil ist ein althochdeutscher Eigenname. Für Dorothea Hutterer sind die Ortsnamen eine wahre Fundgrube. Ja, da steckt ganz viel drin. Also viel auch von Identität und auch diesem ganzen Empfinden, wo man sich selbst verortet. Bestes Beispiel ist dafür eigentlich Minger. Ja, ich sag, ich wohne in Minger und damit weiß jeder Münchner, die ist nicht aus München, ja, sondern die wohnt da nur. Also das ganze Umland sagt auf Minger nein, aber ein echter Münchner. Und es gibt noch einige dialektsprechende Münchner. Ja, also da freuen wir uns auch schon drauf, steht auch noch aus, müssen wir noch machen.
Die Münchner, die sagen, das ist München. Auf dem Weg nach Tittmoning im Landkreis Traunstein. In einem der vielen Ortsteile wohnt der nächste Dialektsprecher. Auch ihn hat Markus Kunzmann für die Forschung gewinnen können. Jetzt geht's zum Herrn Baumgartner. Der hat sich eben gemeldet auf den Aufruf hin, ob man da Ortsnamen erfragen könnte. Der ist auch selber sehr, also so habe ich ihn wahrgenommen, dialektal interessiert. Und ich bin guter Dinge, dass wir da jetzt einiges rausfinden. Der Baumgartner Schosch ist mit gut 60 Jahren deutlich jünger als die erste Sprecherin. Aber er ist auf einem Einödhof aufgewachsen und seine Familie hat viel von der alten Mundart bewahrt. Und das heißt Verkehrssprach immer der Dialekt? Eigentlich schon, ja. Bis da haben der Dialekt geprägt, aber auch von Vater, der auch schon relativ alt war. Er ist Baujahr 14 gewesen, 1914. Und von daher, glaube ich, habe ich aber einen relativ alten Dialekt. Auch hier geht das Aufwärmen über die Landkarte. Was mir da aber im Augen ist, das ist ein Ort, den hat der Vater so schön gesagt, ein Hauin. Ein Hauin, das ist Hochhorn, das ist glaube ich, da kann ich mehr drauf. Hauin, das klingt ja fast chinesisch. Großgerstetten. Großgerstetten. Harmos. Harmos. Leuchtetten. Leuchtetten. Loh. Loh. Neuhaberland. Neuhaberland. Öd. Öd. Sörheim. Entweder die Nahen. Zu meiner Zeit haben wir dann schon Sörheim gesagt, aber wir haben auch nur Sörim gehört, also Sörim. Mhm. Nein, das ist da eigentlich. Auch nur Sörim gehört, also Sörim. Mhm. Nein, das ist da eigentlich. Für Sarah Rathgeb wieder mal ein sehr spezieller Fall. Wir haben dann schon Sörheim gesagt, aber wir haben auch nur Sörim gehört, also Sörim. Also das ist ein ü-haltiger Laut, den ich jetzt eher als offen charakterisieren würde. Und bei diesem Sörim, also manchmal hört man Sörim mit I und manchmal hört man eher so ein Sörim oder so abgeschwächt, eher einen E-haltigen Laut. Also das sind wirklich Fälle, die man dann auch unter Kollegen diskutieren kann. Was hörst du, was höre ich? Es ist eine permanente Gratwanderung. Und vor Ort ist es auch nicht immer einfach. Du musst dich selber auch ein bisschen orientieren, Kinder. Und dann sozusagen dieses Gespräch so führen, dass man die Leute da regelrecht neidaucht. Das ist deine Welt, da bist du her und jetzt erzähl mir aus deiner Welt. Und wie du früher dazu gesagt hast oder wie du heute noch sagst, aber deine Kinder zum Beispiel nicht mehr. Stück für Stück geht es nun weiter. Unterstützt von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte und dem Verband für Orts- und Flurnamenforschung werden Projektmitarbeiter in den nächsten Wochen und Monaten ausschwärmen und ihn so gut es geht heben. Den Schatz der Sprache, der sich im Dialekt verborgen hält.